Also, ich bin vielleicht nicht die Zugabe, die ihr jetzt gefordert habt, aber ich denke, Party machen heute ist wichtig. Wir haben aber auch ein gemeinsames Ziel. Cannabis soll legalisiert werden. Und dazu müssen wir schon ein bisschen noch was tun, auch neben der Party nebenbei, denn morgen soll noch was übrig bleiben. Und ich denke, da ist einiges zu tun. Da drüben steht ein großes Haus, Bundestag nennt sich das. Und da gibt es so tolle Bundesgesetze, Betäubungsmittelgesetz nennt sich das zum Beispiel. Und da steht nach wie vor drin, Besitz und Erwerb von Cannabisprodukten ist strafbar. Da steht nichts von einer geringen Menge, da steht nichts von der Toleranz, sondern das ist Nulltoleranz. Besitz und Erwerb ist strafbar. Und insofern danke ich euch, dass ihr so gekommen seid. Denn wir brauchen natürlich, wenn wir in diesem Haus was verändern wollen, Druck von der Straße. Wir brauchen Druck von den Organisationen. Und deswegen, heute kamen viele Forderungen von Vorrednern, richtige Forderungen. Viel Kritik an Frau Mortler, der Bundesbeauftragten. Das ist alles richtig. Ich habe eine bisschen andere Aufgabe. Ich muss mit den Leuten reden, die hier auch vielleicht zu Recht beschimpft werden. Also wenn ihr fleißig hier auf Frau Mortler als Bundesbeauftragte schimpft, ich muss mit ihr arbeiten, muss mit ihr reden und muss gucken, wie ich Mehrheiten finde. Ich muss mit der Polizei reden, ich muss mit der CDU-Fraktion reden, ich muss mit der SPD-Fraktion reden und muss gucken, wie sich was in Deutschland verändern kann. Weil ein Bundesgesetz muss mit Mehrheiten geändert werden. Und ja, Frau Merkel absetzen, dann gibt es alle 4 Jahre ein paar Wahlen und dann kann man schon mal ein Problem in der Drogenpolitik abwählen. Das geht natürlich. Trotzdem ist es natürlich eine Frage, auch wie bekommt man die Mehrheiten in der Bevölkerung? Und da gibt es enorm viele Irrtümer, die wir aufzuklären haben. Wenn wir in der Drogendebatte heutzutage zuhören, dann glaubt man, die illegalen Drogen und ganz vorneweg Cannabis ist das Problem in der Gesundheitspolitik überhaupt. Aber wir wissen doch längst, Tabak, Alkohol, auch Glücksspiel sind die eigentlichen Problemfelder. Und so haben wir viele, viele Vorurteile in der Bevölkerung. Und deswegen brauchen wir nicht nur die Leute im Boot, die wir hier sagen, wir wollen das Recht haben, auch mal dieses oder jenes zu konsumieren. Wir wollen uns nicht gängeln lassen, wir wollen uns nicht mit sinnlosen Verboten überhäufen lassen, sondern wir brauchen auch die im Boot, die gar nicht selbst konsumieren wollen, die gar nicht selbst Konsumenten sind, sondern die eventuell Angst haben, falsche Angst auch um die Gesundheit ihrer Kinder, ihrer Verwandten, Angehörigen und müssen uns damit auseinandersetzen. Und dann brauchen wir gesellschaftliche Mehrheiten. Ich weiß, dass sehr viele, ich habe mit vielen heute gesprochen, ungeduldig sind und sagen, seit Jahren kämpfen wir und es ist nichts passiert. Da möchte ich sagen, doch, es passiert gerade eine ganze Menge. Es ist einiges passiert. Wer hätte vor, ich sag mal, 12 Monaten daran gedacht, dass sich mittlerweile alle 3 großen Polizeigewerkschaften positiv zu Veränderungen in der Drogenpolitik geäußert haben? Selbst die erzkonservative deutsche Polizeigewerkschaft hat gesagt, der Einsatz bei geringen Mengen von Cannabis durch die Polizei ist unverhältnismäßig, es werden Ressourcen der Polizei verschleudert. Die größte Polizeigewerkschaft, die GdP, hat gesagt, wir müssen das Drogenstrafrecht überprüfen, wir werden eine ergebnisoffene Diskussionsveranstaltung machen. Das ist neu, dass man in der GdP, der größten deutschen Polizeigewerkschaft, überhaupt bereit ist, über das Thema zu reden. Und dann, einige wissen es, ich bin ehemaliger Kriminalbeamter. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter hat eine solche ergebnisoffene Konferenz vor reichlich einem Jahr gemacht. Und man höre und staune, der Bund Deutscher Kriminalbeamter sagt heutzutage, wir brauchen eine Überprüfung des Drogenstrafrechts, gibt das Cannabis frei. Die Polizei ist nicht für die Kiffer zuständig, sondern hier brauchen wir gesundheitspolitische Maßnahmen, dass kein Missbrauch entsteht, dass Menschen nicht krank werden. Aber Konsumenten zu gängeln ist nicht Aufgabe der Polizei und von Kriminalbeamten. Das ist heute Standpunkt des Bundes der deutschen Kriminalbeamten. Und das ist natürlich Ergebnis von sehr, sehr viel Reden, sehr, sehr viel Arbeit. Ich weiß, dass viele von euch in den Internetmedien aktiv sind. Ich kriege da sehr viel Zuarbeit. Ich glaube, ich habe rund 3000 ehrenamtliche Mitarbeiter in diesem Bereich, die mich regelmäßig mit Informationen, mit Dokumenten, mit Gutachten eindecken auch. Es ist manchmal schwierig, auf alles zu antworten, aber auch dafür mal von hier oben ein dickes Dankeschön. Denn viele Erkenntnisse, Studien, die dazu da sind, die kann man mit einem kleinen Team gar nicht alleine erfassen. Aber Fakt ist auch, dass auch in den Bereichen, wenn über Bundesgesetze geredet wird, wird über die Regierungsfraktion geschimpft. Das ist zum Beispiel die SPD. Ich weiß, dass hier nachher gleich ein Berliner SPD-Kollege auch spricht. Da ist richtig viel Bewegung mittlerweile drin. Also auch mit SPD-Gesundheitspolitikern kann man darüber reden, dass das heutige Drogenstrafrecht falsch ist, dass die Kriminalisierung von Cannabiskonsumenten falsch ist. Das ist dort bereits angekommen. Die Hälfte aller Strafrechtsprofessoren haben eine deutliche Stellungnahme abgegeben. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, die Deutsche EZ-Hilfe, die Deutsche Suchtmedizin e.V. Alle sagen mittlerweile, das ist falsch. Und wer sich die Medienlandschaft anguckt,
Ich kann mich erinnern, vor rund 3,5 Jahren hat die Linke ein Bundesprogramm verabschiedet. Da waren erstmals für die Linke auch deutliche Worte zur Drogenpolitik drin, unter anderem auch mit der Forderung nach Legalisierung von Cannabis. Und der Aufschrei in den Medien war groß. Da stand dann drin, Linke wollen Heroin und Kokain bei Lidl und Aldi. Davon ist mittlerweile keine Rede mehr. Auch die Medien sind sehr, sehr deutlich von dieser Stellung abgerückt, sind sehr progressiv. Und deswegen auch nochmal ein Dankeschön an die Journalisten, die heute da sind. Ich weiß, dass zum Beispiel auch ein Team von der ARD da ist, einen Beitrag zur Drogenpolitik trägt. Und das ist enorm wichtig. Bitte unterschätzt das nicht. Also häufig werde ich ja als Experte in der Drogenpolitik angekündigt. Ich bin Bundestagsabgeordneter, ich bin kein Experte. Sondern mit meinem Mandat bin ich dazu verpflichtet, die Meinung von Experten anzuhören. Und das sind sehr viele verschiedene. Das sind Rechtswissenschaftler, aber auch Polizisten. Das sind Gesundheitswissenschaftler, aber auch Suchtberater, Streetworker. Und das sind natürlich auch alle die Bereiche, die direkt mit dem Konsum zu tun haben. Und insofern, daraus müssen vernünftige Schlussfolgerungen gezogen werden. Wir wissen heutzutage beim Cannabis, dass vieles, vieles bewusst falsch ist und dass Cannabis weitaus breitere Anwendungen hat als nur als Genussmittel. Und deswegen, das möchte ich ganz zum Schluss nochmal sagen, auch in dieser Legislatur, da hätten wir vor 2 Jahren noch nicht dran gedacht, sind Veränderungen möglich. Aber wir müssen ganz, ganz doll dranbleiben, dass die nicht verpuffen. Da ist zum Beispiel die medizinische Verwendung von Cannabis für mich ein echtes Herzensthema, weil ich mit vielen Patienten auch persönlich im Kontakt bin und weiß, wie viele Leidgeschichten da dranhängen. Aber wenn wir gucken, dass jetzt eine Ankündigung kommt, dass sich diese Situation verbessern soll, dass das Bundesgesundheitsministerium mit Frau Motler noch dieses Jahr eine Änderung vorlegen wollen, dann bitte erwartet da nicht zu viel. Vermutlich hat man nur Angst, dass der eingeklagte Eigenanbau durchkommen soll. Die Verbesserung, Cannabis als medizinische Therapie anzuwenden, wird wohl nicht dabei sein. Man wird wenigstens den wenigen Inhabern einer Erlaubnis genehmigen, das bei der Apotheke abrechnen zu können, über die Krankenkasse die Kosten erstattet zu bekommen. Aber vergleichbar, wir haben rund 400 Menschen, die eine Genehmigung haben, Cannabis medizinisch zu verwenden. Ich gebe mal nur ein Beispiel. Israel, mit nur 10% so viel Einwohnern wie Deutschland, hat 9000 solcher Genehmigungen. Das ist völlig normal als Schmerzmittel für Multiple Sklerose, für Tourette-Syndrom, bei AIDS-Hepatitis, bei Krebspatienten, Cannabis auch medizinisch anzuwenden, auch zur Verbesserung der Lebenssituation von Schwerstkranken, selbst wenn keine Heilung dabei ist. Und davon sind wir in Deutschland leider noch meilenweit entfernt. Sodass ich denke, dass heute auch nicht nur ein Signal in Richtung Cannabis auch als Genussmittel zu entkrampfen, zu entkriminalisieren, zu normalisieren, sondern auch, dass hier ein sehr deutliches Signal noch einmal für die medizinische Verwendung von Cannabis ausgehen sollte. Insofern macht viel Party, habt richtig Spaß, aber versucht auch diese Forderungen, die heute von vielen aufgemacht wurden und noch aufgemacht werden, weiterzutragen, nutzt Internetmedien, denn die Meinungsbildung in dem Bereich, die kommt einer inhaltlichen, rechtlichen Regelung im Bundestag zuvor. Mittlerweile sind viele Politiker, die noch gegen Veränderungen sind, isoliert. Seit 3 Jahren gelingt es mir, keinen ernstzunehmenden CDU-Politiker mehr in ein Podium zu bekommen. Die sagen alle Reihe weg ab, selbst wenn noch kein Termin dasteht. Das ist ein Problem, das zu diskutieren, aber man muss ihnen diese Diskussion aufzwingen. Dazu seid ihr heute alle da. Ich danke euch dafür, es war sehr warm. Ich gehe gleich noch ein Schlückchen was trinken. Ich predige ja keine Abstinenz, deswegen darf ich das. Aber trotzdem geht alle damit vorsichtig um, konsumiert vorsichtig und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ich werde mir jetzt mal was erlauben, was ich sonst noch nie gemacht habe. Frank Tempel hat eben gesagt, er ist kein Experte. Er hat in den letzten 10 Minuten gezeigt, er ist Experte. Und zwar so breitfrecherig, dass ich selbst sagen muss, da komme ich nicht hinterher. Und wenn ihr mal eine tolle Veranstaltung machen wollt, wo ihr über Inhalte reden wollt, breit gefächert gegen Substanzfaschismus, dann ladet den mal ein, da gibt es viel zu lernen. Danke, Frank. Ist das, ja. So, das war Frank Tempel nochmal.